Hallöchen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu F1 2021 Breaking Point. Ja, beim letzten Mal hatten wir mit Kaspar das Rennen in Holland und das verlief ziemlich gut für uns. Und ja, ich muss sagen, er hat da schon ziemlich die Konkurrenz gebügelt, auch wenn es natürlich gescriptet ist und eigentlich der Aston Martin, denke ich mal, da nicht vor Red Bull und Mercedes wäre, aber am Ende hat das aufs Treppchen bzw. sogar auf den ersten Platz geschafft. Und ich bin gespannt, wo die Reise von Kaspar Ackermann noch hingehen wird und würde sagen, wir springen mal ins nächste Kapitel rein. Kapitel 10. Nur noch ein paar Runden zu fahren, es sieht gut aus für Aston Martin. Beide Fahrer sind in den Punkten. Kaspar Ackermann kämpft sich weiter nach vorne, aber sein Teamkollege Aiden Jackson schließt immer weiter zu ihm auf. Oh nein, jetzt macht nicht wieder so ein Crash-Drama irgendwo. Das muss doch jetzt nicht sein. Kaspar, Jackson ist schneller als du. Wir müssen ihn vorbeilassen. Hast du gehört, Kaspar? Lass Jackson bitte vorbei. Ich verstehe nicht ganz. Du kannst den Platz zurückhaben, wenn er nicht weiter nach vorn kommt. Ist der schneller? Ja, er ist hinter dir, Kaspar. Bitte bestätige, dass du ihn durchlässt. Er ist nicht nah genug. Komm schon, Kaspar. Oh Mann, das kann ja noch zwischen den beiden wieder knallen. Kaspar, sei jetzt nicht so. Er ist nicht schneller. Die Anweisung kommt vom Team. Verstanden, Kaspar? Er ist nicht schneller. Im Grunde war er schon schneller, aber der hängt dir wie so ein Pickel am Arsch. Aber gut. Naja, gucken wir mal. Schön verbremst erstmal. Konnten uns gerade ein bisschen mit dem ERS retten auf der Geraden, wo er dann DRS hat. Aber hier die Gerade ist natürlich deutlich länger. 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Okay, Jeff scheint es total egal zu sein, dass wir den Teamkollegen eigentlich vorbeilassen sollen. Ich muss sagen, der Wagen fährt sich hier in Kanada nicht geil. Also zumindest für meinen Fahrstil nicht. Wäre natürlich auch einfacher ein bisschen, wenn ich näher an Norris drin wäre, dann könnte ich das DRS von ihm benutzen. Der Wagen fährt sich echt Müll gerade. Ich habe keine Ahnung warum. Wenn wir ihn aus dem DRS-Fenster haben, das wäre schon mal sehr gut, aber ich habe schon viel ERS gebraucht gerade. Ich weiß nicht, was mit der Karre ist, ey. Die bremst halt überhaupt nicht in der ersten Kurve. Ich könnte mit der Karre hier vernünftig fahren. Ich weiß nicht, ob das... Das liegt wahrscheinlich eh an mir. Aber... Wie gesagt, wenn der Wagen nicht anhält, ist halt echt kacke. Ich
Naja, immerhin habe ich ihn jetzt aus dem DRS-Fenster. Gucken, ob wir Norris kriegen. Diese Runde wird das definitiv noch nichts, also Ende der Runde. Dafür sind wir noch nicht nah genug dran. In der nächsten Runde könnte es was werden, aber ich habe schon echt viel ERS gebraucht. Ja, mit der Karre muss man echt deutlich früher bremsen. Auch der Lenkeinschlag hier. Also da komme ich mit meinem Setup deutlich einfacher ums Eck. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Jax ist viel zu weit weg zum Anhalten. Vom nach hinten gucken würde ich nicht sagen, dass das 2 Sekunden sind, sondern locker 3 bis 4. Aber da täuscht man sich mal ganz schnell. Quersteher, Mann. Da habe ich direkt zu Norris Zeit verloren und Jackson ist dadurch leicht näher dran gekommen. Das fühlt sich für mich nicht gut an, das Auto. Echt. Passt wirklich nicht zu meinem Fahrstil. Das Setup hier. Dass die hier einen Breaking Point nutzen. Oh, jetzt mach ich den Vettel halb. Müssen nah genug dran sein. Ich habe nämlich kaum noch ERS. Diesmal hat man wenigstens keinen Quersteher. Aber Norris ist richtig gut aus der Kurve rausgekommen. Es wird knapp. Alter Schwede, das war auf dem letzten Drücker. Aber wir haben Norris noch geschlagen. Okay, sammel ein wenig Gummiabrieb ein und komm rein. Aber trotzdem haben wir ja quasi gegen die Anweisung des Teams gerade wieder. Da fragt man sich schon, was bei Aston Martin hinter den Kulissen vor sich geht. Die Rivalität zwischen diesen beiden Fahrern will nämlich einfach nicht enden. Ja, wie viele Punkte da wohl noch verschenkt werden? Ich glaube, Aston Martin hat ein Problem, das unbedingt gelöst werden muss. Ich weiß nicht wie, aber sie müssen etwas unternehmen. Vor allem, wenn man bedenkt, was letztes Jahr in Mexiko passiert ist, als die beiden sich gegenseitig aus dem Rennen gekegelt haben. Wie lange noch, bis sich das wiederholt? Ja, Stefan, es gibt da eindeutig ein Problem. Mercedes ist wieder in Topform nach einem exzellenten Rennwochenende. Es ist großartig, das Team wieder einmal auf dem Podest zu sehen. Das wird gleich knallen, 100%. Was war das? Hey! Lass mich. Nein! Du wirst mir das jetzt erklären! Hau ab! Warum zum Teufel bist du so? Du denkst, ich bin das Problem? Du lässt mich nicht vorbei! Du sprichst nicht mal mit mir! Du willst Respekt, dann zeig Respekt! So läuft das! Und das sagst ausgerechnet du? Du musst ihn dir erst verdienen! Und was soll ich dafür tun? Sag's doch einfach! Mir da draußen Platz verschaffen! Was ist dein Problem? Ich versuche zu gewinnen! Oh, und das macht dich besser? Du bist ein Albtraum! Schon okay.
Lange musst du es mit mir nicht mehr aushalten. Was soll das schon wieder heißen? Ich hab die Schnauze voll von diesem Mist. Ich hör auf. Du, was? Ich werde zurücktreten. Warte. Was? Kaspar! Kaspar! Oh, oh, oh. Die Kinder im Sandkasten. Ah, geil, ja, die benehmen sich wirklich so. Also, es ist echt unfassbar. Kapitel 11. Der Grand Prix von Kanada schien den Tiefpunkt der Partnerschaft von Ackermann und Jackson zu sein. Nachdem ein Video der Auseinandersetzung viral geworden ist, hofft Aston Martin, dass die Fahrer beim Grand Prix von Österreich diese Angelegenheit unter sich bringen können, damit die Saison nicht so endet wie letzte. Ja, ich würde sagen, von der Zeit her schaffen wir noch ein zweites. Die Lage bei Aston Martin. Aiden immer noch sauer auf Ackermann, doch es gibt Gerüchte, dass der Konflikt bei Aston Martin noch nicht vorbei ist. Nach dem berühmten Streit von Jackson und Ackermann beim diesjährigen Grand Prix von Kanada haben die beiden Fahrer unserer Quelle zufolge wochenlang nicht miteinander gesprochen. Die Quelle, jemand, der Jackson nahesteht, verriet uns, Aiden ist immer noch sauer auf Kaspar. Wenn Kaspar sich nicht für sein Verhalten entschuldigt, sehe ich das ehrlich gesagt keine Chance, dass es besser wird. Ich könnte fast wetten, sowohl das Video, was aufgenommen wurde, als auch diese Aussage, dass die von Devin Butler kommt. Da könnte ich fast drauf wetten. So, gucken wir noch bei Social Media. Irgendwelche Deutschen, die wir kennen? Nee. Aber beste Aussicht im ganzen Sport aus zu einer Kopie. Wett. Ich finde den Steiermark Grand Prix mit am langweiligsten eigentlich, aber gut. So, E-Mails. Die Situation ist nicht wirklich vorübergegangen, wie wir gehofft haben. Die Presse redet immer noch darüber, dass es keine Entschuldigung gab. Wir können dich nicht dazu zwingen, dich zu entschuldigen, aber es wäre eine große Hilfe. Es geht natürlich nicht nur um dich, ich habe auch Aiden darum gebeten. Der Clip mit "Er ist nicht schneller" ist mehr oder weniger verschwunden. Genau wie "Er ist nicht Hashtag er ist nicht schneller" und das ist gut so. Aber diese Geschichte wird uns wohl noch ein bisschen länger verfolgen. Tun wir also, was wir können, um das als Team in den Griff zu kriegen. Ruf an, wenn du mich brauchst. Die Fahrer müssten einfach mal in Ruhe miteinander reden. Hey Kaspar, ich verhandle immer noch mit deinen Sponsoren über eventuelle Vertragsverlängerungen. Sie sind etwas verärgert darüber, wie sie von deinem Rücktritt erfahren haben und wir haben nicht viel, mit dem wir Druck ausüben können, aber die Verhandlungen laufen noch. Es kommt natürlich größtenteils darauf an, wie deine Ruhestandspläne aussehen und wie sehr du nächste Saison in F1 noch in der Öffentlichkeit stehen willst. Lass uns ein Meeting vereinbaren, sobald du die Zeit dafür hast. Alter, der will aufhören. Was verhandelst du da mit Sponsoren, Alter? Ich hoffe, es geht dir gut, Kaspar. Ich habe gehört, dass Schaffner immer noch nicht zufrieden ist. Aber naja, es gibt immer eine Sache, die du machen kannst, damit dich alle in Ruhe lassen. Punkte holen. Man kann zwar nicht die Presse oder das eigene Team kontrollieren, aber wie man fährt schon auf dem Red Bull Ring, warst du immer gut. Lass bei Kurve 3 drauf ankommen, das wird schon. Ah ja, sollen wir da den Verstappen gegen Leclerc machen, oder was? Ja, die dritte Vorhersage interessiert mich überhaupt nicht. Belohnungen schnell abholen. So, und dann würde ich sagen, springen wir direkt ins nächste Rennen. In Österreich. Kapitel 11. Nach einem schlechten Start findet Kaspar Ackermann sich am Ende des Feldes wieder. Doch der Einsatz des Safety Car gibt ihm die Chance, in den letzten Runden ein paar wichtige Plätze wieder gut zu machen. Was hat er denn gemacht, dass er am Ende des Feldes ist? Kein Plan. Pass auf, dass die Reifentemperatur gleichmäßig bleibt. Der Safety Car für Aiden? Aiden musste reinkommen. Du hast gute Chancen, im Feld aufzurücken.
Ich versuch's. Das kann ja was werden. Wir könnten jetzt auch hier hinterm Safety Cup Benzin runterdrehen auf Mager. Aber wir haben eh schon zu viel Sprit, finde ich, dabei, weil du kannst ja eh nicht mehr auf Fett schalten. Und normalerweise fahre ich auch so, dass ich Benzin spare. Zumindest mache ich das teilweise sogar unbewusst, dass ich Benzin spare. Ich habe jetzt für 1,37. Gleich werden wir ja sehen. Jetzt sind wir schon bei 1,39. 1,4. Das springt natürlich immer ein bisschen, ist klar. Aber ich muss erstmal ans Feld rankommen. Hoppala. Aber jetzt sind wir schon bei 1,42, 1,41. Das heißt, ich gewinne immer Benzin dazu. Gute Arbeit, Kasper. Versuch auf den 10. zu kommen und dir ein paar Punkte zu sichern. Okay. Auf den 10. Ja, die Reifen sind eigentlich noch nicht wirklich abgenutzt. Also 6% ist halt gar nichts. Wenn wir jetzt erst in der 9. Runde sind, wahrscheinlich hätte die eben erst drauf bekommen. Reifen wärmen. Bremsen sind sie jetzt auch aufgeheizt. Safety Car kommt die Runde rein. Perfekt. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Halte die Reifen auf Temperatur und denk daran, dass du zur ersten Safety Car Linie Überholverbot hier herrscht. Wirklich an einer Perlenkette hängt. Also normalerweise auch in der realen Formel 1 und auch bei uns in der Liga, da fahren die Leute teilweise mit ein bisschen Versatz. Zum einen kannst du dann besser angreifen teilweise und die, dass du einem drauf fährst, ist auch deutlich geringer. Jetzt machen wir mal, das schaffen wir an Latifi vorbei, ich glaube nicht in der ersten Kurve, ne. Okay, alles wieder im grünen Bereich. Nicht in der letzten Kurve, meine ich. Na, ich hab vergessen, dass es ERS sagt, wenn ich dödel. Aber erste Kurve hat funktioniert. Und von diesem Matze Spin. Das war leichtsinnig. Kollision mit dass keine Strafe aufgedrückt wurde. Also ich hatte eigentlich das Gefühl, dass mir Marzipan in die Seite gefahren ist, aber gut. Von der Berührung mit Ocon habe ich gar nichts mitbekommen. Gut. Danke, Spiel. Wenn hier jetzt eine Kollision wäre, okay, dann hätte ich das verstanden. Wenn sich da unsere Räder leicht berührt hätten. Giovinazzi ist als nächster dran. Okay, der macht mir innen zu, dann gehe ich halt außen. Wir haben uns immer schon auf der 13 vor. Nee, da greife ich jetzt nicht an. Da war Ocon deutlich weiter hinten, dass ich da angreifen konnte. Das war mit Leclerc jetzt nicht gegeben. Da habe ich den Abweiser ein bisschen zu hart genommen.
Ah, Tsunoda hatte gerade einen ziemlichen Quersteher, beziehungsweise hatte gerade blockierendes Rad auch noch dabei. Alter, da hast du aber nochmal spät gebremst, Tsunoda. Warum hat der mir so wenig Platz gelassen, dass ich um den Curb gekommen bin gerade? Easy machbar. Sind ja schon direkt hinterm 10. Platzierten. Snacken wir uns jetzt hier. Weit rausgekommen. Ich wusste aber nicht, ob das Sainz noch nah genug dran ist. Also ich hätte noch nach links ziehen können. Aber hat ja noch gerade gepasst. Butler, der Affe vor uns. Yo! Alter! Gasly bleibt hier stehen und Butler divet halt. Machen wir halt Free Wild. Hat aber leider nicht funktioniert. Weil ich so weit nach außen gegangen bin und halt fast dem McLaren draufgefahren wäre. So, jetzt bist du fällig, Butler. Tsunoda war eh langsam. Dass ich da Norris klicke, hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Alter, Ricardo lässt einmal wohl nicht viel Platz. War Alonso jetzt so langsam? Der hat mich gerade auch etwas beim Bremsen irgendwie irritiert, dass der da so langsam war oder so extrem früh gebremst hat gerade. Da habe ich nämlich jetzt überhaupt nicht mit gerechnet. Das kriegen wir auf jeden Fall noch. Und Bottas hingegen wird schwer. Der ist 5,2 Sekunden vor uns. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin. Bin natürlich auch ein bisschen im Verkehr eben stecken geblieben. Da muss schon Bottas deutlich langsamer sein, dass ich den jetzt noch überholt bekomme, glaube ich. Ah, weit rausgekommen. Sehr weit sogar. Das hat auch definitiv in der Rundenzeit ein bisschen schlecht gehabt dann durch. Oh Gott, das ist nur 2,7, also der ist nicht gerade schnell. Das Problem ist jetzt natürlich, jetzt habe ich mein ERS fast aufgebraucht. Jetzt brauche ich erstmal den... Oh, scheiße. Jetzt brauche ich erstmal den Mittelsektor, um ein bisschen ERS wieder aufzubauen.
Weil da fährt man eigentlich in der Regel nicht so wirklich mit ERS. Zumindest die Bergabpassage hier nicht. Ja, jetzt hier das Bergaufstück fährt man mit ein bisschen ERS. Und mit Bottas könnte noch sehr knapp werden. Diese Drecksbodenwelle hier in Österreich, die ist echt grauenhaft. Ich weiß auch nicht, warum die so heftig gemacht haben in F1 2021. Weil in F1 2020 war die nämlich nicht so. Ich habe auch nie in der realen Formel 1 gesehen, dass die da so Probleme haben. Mit einem unruhigen Auto und allem. Aber naja, Realität und F1-Game, das ist eher so eine Sache. Ich sag nur, die ganzen Curbs, wenn man die teilweise im Game anfährt, dann drehst du dich weg wie sonst was. In der Realität fahren die da komplett drüber. Das ist schon teilweise ein bisschen heftig. So, letzte Runde. Und wir hängen ihm direkt am Getriebe. Letzte ERS, was ich habe, quasi rausquetschen. Natürlich kriegt er jetzt ERS, aber er ist nicht so gut aus der Kurve gekommen. Und jetzt wird es eigentlich für ihn schwer noch zu überholen. Hier im zweiten Sektor ist mit Überholen generell nicht wirklich viel. Durch die ganzen Kurven hier, die sehr, sehr schwierig zum Überholen sind. Es sei denn, man hat wirklich deutlich mehr Grip. Hier aus der Kurve aus kann man überholen. Aber hier geht es ja schon in den dritten Sektor. Und Max Verstappen gewinnt das Rennen vor Lewis Hamilton. Und wir werden am Ende Dritter. Vollkommen in Ordnung. Ja, ja, ja. Wir sind auf dem Podium. Toller Job dieses Wochenende. Großartig gefahren. Danke. Gute Leistung von Ackermann, der in den Punkten abschließen konnte. Ganz im Gegensatz zum anderen Aston Martin-Fahrer Aiden Jackson, der nicht mal ins Ziel gekommen ist. Ja, Jackson schien das ganze Wochenende über in schlechter Form zu sein. Er bringt einfach nicht die gewohnte Leistung. Und hier und da schleichen sich auch Fahrfehler ein. Naja, wenn man den Gerüchten Glauben schenken darf, dann ist die Stimmung bei Aston Martin im Moment alles andere als gut. Und sowas kann sich selbst bei erfahrenen Rennfahrern auf die Leistung auswirken. Ich hoffe nur, Jackson kann sich wieder fangen. Er ist ein vielversprechendes Talent und sollte eigentlich besser sein. Während wir uns unterhalten, sind die Fahrer auf dem Weg zum Podest. Was für ein fantastischer Sieg für das Team von Red Bull. Sie haben heute eine außergewöhnliche Leistung gezeigt und ein wahnsinnig spannendes Rennen geliefert. Glückwunsch an das gesamte Team. Also Adrian Newey haben die, finde ich, auch nicht so wirklich getroffen. Aber naja, egal. Mal gucken, was jetzt im Team abgeht. Gute Arbeit auf der Strecke. Nun zu ein paar Fragen. Sie haben auf dem Podium abgeschlossen, Kaspar. Das freut Sie sicher sehr, oder? Ja. Ja, das Auto hat sich heute gut angefühlt und es ist schön, wieder mal auf dem Treppchen zu stehen. Vor der Safety-Car-Phase hatte ich ein paar Schwierigkeiten. Aber hinterher hat sich einfach alles zum Besten gewendet. Also ja, ich freue mich. Wo wir gerade vom Safety Car sprechen. Devin Butler hat gesagt, dass sie nur so gut abgeschnitten haben, weil sie Glück hatten. War es wirklich eine Frage des Glücks? Äh,
Also das mit ein bisschen Glück, ne, finde ich Quatsch. Ich werde nicht darauf eingehen, was Devin erzählt. Passt auch, weil Devin ein Affe ist oder Glück hat nicht am Steuer gesessen, sondern ich. Wir tun Devin mal runterputzen. Ich werde nicht darauf eingehen, was Devin erzählt. Aber Safety Cars bringen die Rennen schon durcheinander. Es ist eben so eine Sache, die einem manchmal helfen kann und manchmal nicht. Glücklicherweise lief es heute gut für uns. Ihr Teamkollege Aiden Jackson ist heute ausgeschieden. Er scheint zurzeit in einer schwierigen Phase zu stecken. Ja, komm, wir pushen mal Aiden ein bisschen. Es gibt Leute, die es ihm in letzter Zeit nicht leicht gemacht haben. Aber solche Phasen müssen wir alle hin und wieder durchmachen. Er ist ein talentierter und vielversprechender junger Fahrer. Damit kommt er schon klar. Danke für den Kommentar. Ein bisschen Aidens Seele mit Balsam einschmieren. Der Safety Car wurde für Ackermann zum entscheidenden Faktor. Denn es half ihm dabei, einen schlechten Start in einen beeindruckenden Abschluss unter den besten 10 zu verwandeln. Schade, dass sie das nicht anpassen mit den Texten, dass wenn man auf dem Treppchen ist oder sogar gewinnt, dass das angepasst wird, weil unter den besten 10, ja klar, wir sind unter den besten 10, aber wir sind sogar unter den besten 3, also. Eine Geschichte zweifacher Podiumplatz für Ackermann in Österreich. Da kriegen sie es ja hin. Da ist es ja richtig. Jackson scheidet aus. Obwohl der Streit zwischen den beiden Teamkollegen von Aston Martin nach dem Grand Prix von Kanada immer noch eine große Rolle spielt, konnte die Reaktion der beiden Fahrer nicht unterschiedlicher sein. Kaspar Ackermann hat sich mit einem überraschenden Podiumsplatz auf dem Red Bull Ring die Kritiker zum Verstummen gebracht und die Fans begeistert. Es war allerdings kein leichtes Rennen für Ackermann, der nach einem schlechten Start weit zurückgeblieben ist. Sein Glück hat sich allerdings gewendet, als das Safety Car auf die Strecke kam, ausgelöst durch seinen Teamkollegen Aiden Jackson, der früh ausscheiden musste. Ackermann hat die Gelegenheit genutzt und genug an Boden gemacht, um sich einen Platz auf dem Treppchen zu sichern. Ja, das stimmt. Den Rest lese ich jetzt nicht unbedingt durch. Was haben wir hier? Kommt schon, wenn man in einem Rennen weit zurückliegt, hat man immer Glück. Ist klar, Devin. Brian ruft an. Brian. Kaspar, hast du kurz Zeit? Eigentlich. Hör zu, ich brauch dich ja mal kurz. Kannst du in mein Büro kommen? Warum? Was ist los? Nichts, gar nichts. Ich sag's dir, wenn du da bist. Kannst du es nicht jetzt sagen? Vielen Dank, Kaspar. Also bis gleich. So, E-Mails checken wir noch. Was für ein Rennen, Kaspar. Ich bin ein größter Fan und nicht mal ich habe damit gerechnet, dass du nach so einem Start auf dem Podium landest. Ottmar ist überglücklich. Es wurde hart für dich, aber du warst einfach perfekt. Klasse gemacht, Kaspar. Kannst du, wenn du das hier liest, mal kurz im Büro vorbeikommen? Ich werde die nächste halbe Stunde oder so da sein. Okay. Wofür rufst du an und schreibst eine Mail? Also entweder oder. Gute Antwort bei den Aiden-Fragen heute, Kaspar. Das war eine gute Gelegenheit, die Sache ein bisschen zu bereinigen. Und wir wissen ja alle, dass Aiden wieder besser wird, nicht wahr? Man weiß es nicht. Hey Kaspar, nur eine kurze Anmerkung wegen Aiden. Die Presse hat ihn in letzter Zeit nicht besonders gut behandelt und er steckt in einer schwierigen Phase. Ich weiß, dass du nicht für ihn zuständig bist, aber es wäre schön, wenn du zeigst, dass du auf seiner Seite stehst. Wir sitzen alle im selben Boot. Sogar der Chef schreibt uns eine Mail wegen Aiden. So, dann holen wir uns noch unsere Belohnungen schnell. Zack. Und dann würde ich sagen, war es das mit dieser Folge. Und ja, war auf jeden Fall ein interessantes Rennen. Vor allem das Comeback nach dem Safety Car nach vorne zu kommen, war schon nicht ohne. Vor allem teilweise mit den Fights, da hätte es auch an der einen Stelle, ein oder anderen Stelle krachen können. Aber am Ende haben wir es dann doch auf dem Podium beendet. Und ja,
ich würde sagen, das war's dann für dieses Mal und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Also, bis denn!